Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwestern und Brüder, herzlich willkommen an diesem fast schon herbstlichen Morgen hier auf der Insel Sylt. Es ist Juli. Wir haben viel zu bedenken an diesem Morgen, denn über diesem Gottesdienst steht ein Zitat des Apostels Paulus. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Nicht eigenes Verdienst ist es, sondern Gottes Gabe. Dazu eine recht persönliche Predigt, die von meinem Leben handelt und von der ich hoffe, dass sich der ein oder andere mit seinem Leben dort wiedererkennen kann. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag. Amen. Die Lesung des heutigen Sonntags steht geschrieben bei Matthäus im 4. Kapitel. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich
auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Halleluja. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schwestern und Brüder, aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Mein Freund Traugott Giesen pflegt dies bei vielen Gelegenheiten so zu sagen: Alles ist Gnade. Manchmal sagt er es, wenn ich mich maßlos ärgere und wütend bin. Dann sagt er es so: Rainer, alles ist Gnade. Und schon während er es sagt, werde ich tatsächlich und manchmal gegen meinen Willen etwas ruhiger. Und dann schaue ich innerlich darauf, wo ich gerade stehe. 60. Weitgehend gesund, bis auf diese belegte Stimme. Eine Frau, die bei mir geblieben ist und sagt, sogar gerne. 3 Töchter, die erreichbar wohnen mit ihren Familien und 2 Enkelkinder. Alles ist Gnade. Zu leben, hier, jeden Tag das Meer zu riechen, bis fast nach England gucken zu dürfen oder im Watt einzusinken, Teil einer Inselgemeinschaft zu sein, die trägt. Alles Gnade. Heute hier nicht allein zu stehen, sondern zu wissen, ihr seid alle da. Lebendige Gemeinde,
die mit mir, die mit uns glaubt und hofft und denkt und sich nicht zu schade ist, sich zu Wort zu melden, anzupacken, zu unterstützen und sich auch immer wieder aufzumachen in das Abenteuer Glaube, Vertrauen auf Gott. Alles Gnade. Und wenn ich darüber nachdenke und nach innen schaue, wo ich gerade stehe, dann verfliegt langsam der Ärger. Langsam, Schwestern und Brüder, weil die Wut gärt immer noch. Aber die Bilder der Gnade sind doch am Ende stärker. Stärker als der Glamour von Hochzeiten, die sommerlochfüllenden Berichte über männliche, weibliche und vermutlich auch diverse Menschen mit bunten Haaren und löchrigen Kleidungsstücken. Schwestern und Brüder, Sylt ist so viel mehr und Gott so viel größer. Und ich frage mich, ob mein Ärger und meine Wut angesichts der Gnade meines Lebens nicht nur verlorene Lebenszeit, sondern auch ein ganz klein wenig Gotteslästerung sind. Denn so muss ich der Allmächtige ja fragen, wenn ich gerade wieder wütend bin und mich ärgere, dann muss ich fragen, wozu schenke ich dir, Rainer, das alles? Wenn dir ein paar Nachrichten über einen kühl rechnenden Finanzminister und ein paar Kommentare über urlaubende, meist nette Wildcamper den Blick auf das eigene Glück so verdunkeln. Manchmal sagt mein Freund Traugott aber dieses Alles ist Gnade auch anlässlich eines Geburtstags. Alles ist Gnade, sagt er dann mit dem Unterton, vergiss es nicht. Vergiss es nicht, wenn du jetzt ausgelassen feierst, dass du diesen Tag erlebst und dass du zurückblicken kannst, dass du fröhlich bist und nicht trübsinnig, dass jeder Tag für dich noch ein Geschenk und nicht eine ungebetene Prüfung ist. Vergiss nicht, alles geschenkt. Dass du in deinem Leben nicht mehr Menschen verletzt als aufgerichtet hast. Ja, selbst, dass du niemanden totgefahren hast. Alles Gnade. Denn wenn du ehrlich zurückblickst, dann gab es die eine oder andere Sekunde in deinem Leben und deiner Lebensgeschichte, der hätte dein Leben einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Und manchmal sagt er dieses Alles ist Gnade auch mit einem strengen Tonfall. Alles ist Gnade. Wenn ich mich gerade wieder in einen Rausch geredet habe, weil ich alles so toll hingekriegt habe, weil ich auf diese Idee gekommen bin oder jenes Projekt mit großem Ertrag zu Ende geführt habe, weil ich hier gemanagt habe und dort, ja auch das ist mal geschehen, aus fast unmöglicher Position den Ball eingenetzt habe oder auch den gegnerischen Stürmer umgesetzt habe. Rainer, alles Gnade. So höre ich seinen Unterton und spinne dann den Gedanken weiter. Mein Verdienst, dass mir Talente geschenkt wurden? Zwei gesunde Beine, Fantasie, krumm und schief zu denken und Menschen um mich, die mir folgen? Mein Verdienst? Nichts davon, Schwestern und Brüder, nichts davon wäre geschehen, wenn ich es nicht geschenkt bekommen hätte. Wie auch die Menschen, ohne die es weder Projekte noch Erfolge gegeben hätte, ja nicht einmal einen Ball und schon gar kein Torjubel. Denn auch dafür braucht es ja immer wieder jemanden, der eine Vorlage liefert. Alles ist Gnade, Schwestern und Brüder. Und Rettung, so wie Paulus es sagt, stellt sich dann ein, wenn wir dies erkennen können. Gerade dann, wenn es uns gut tut und wir es brauchen. Und wir gerade mit unserem Kopf, unserem Bauch und dann auch in der Folge mit unseren Händen und Füßen
ganz woanders hin unterwegs sind. Dann bringt uns dieses alles ist Gnade wieder in die richtige Richtung. Manchmal braucht es dafür einen guten Freund, der da ist. Manchmal auch nur einen oder eine, die eine Sprachnachricht schickt und hilft. Hilft die eigentlich unnötige Wut, den Übermut oder die Selbstüberschätzung, den Blick eben in unsere allzu sehr minimierte Welt auf Gottes geschenkte Größe zu trimmen. Denn das kann die Gnade bewirken, dass wir im rechten Moment wieder über den Tellerrand hinausschauen und die Welt sehen, in der wir uns aktuell befinden und die der Ort ist, an dem wir leben und in dem wir Einfluss haben. Der Ort, in dem wir etwas bewegen können. Eben diese Welt sollten wir wieder in den Blick nehmen. Dankbar und doch auch offen für Veränderung. Denn auch das kann und ist Gnade. Dass wir aus Erfahrung wissen, es bleibt nichts, wie es ist. Und was auch immer geschieht, es geschieht mit uns. Und möge bei allem, was wir tun, Gottes Segen auf uns ruhen. Eines ist dabei gewiss, auf Ärger und Wut wird weder Gottes Licht noch Angesicht ruhen. Alles ist Gnade. Und wenn wir im Rückblick einen Faden in unserem Leben entdecken dürfen, der uns sagt, es war nicht alles geplant, aber es hat sich alles gefügt. Wenn wir immer wieder eine Bestimmung unserer Gaben entdecken dürfen, in denen wir mit ihnen aufgebaut und nicht niedergerissen haben. Wenn wir entdecken dürfen, dass gerade durch unser Tun Menschen sich selbst finden, vielleicht auch wiederfinden oder eben neu erfinden dürfen. Wenn wir unterschiedliche Rollen im Leben spielen durften und sich unsere Persönlichkeit entfalten konnte. Wenn wir jemanden treffen dürfen, der uns das Vertrauen zu uns selbst gibt, dann haben wir erfahren, nicht aus uns selbst geschah es, sondern Gottes Gabe war es. Alles ist Gnade. Auch, dass wir gönnen können. Es ist Gnade, dass andere viel mehr durch uns strahlen und wir nicht mehr im Licht stehen müssen. Dass wir viel mehr werden zu einer Quelle, die andere strahlend macht, die Räume hell werden lässt, damit Dunkelheit vertrieben und Freude am Leben einkehren kann. Alles Gnade. Und wenn wir dies erfahren und wenn wir daran glauben können, dass Gott uns eben dazu berufen hat, dass wir ausziehen und Licht verbreiten, dann, so meine Hoffnung, dann wird uns vor keiner Zukunft bange. Ganz gleich, wie alt wir sind. Und wie alt wir werden. Denn wenn alles Gnade ist, so sind wir gerettet. Gott hat es uns längst geschenkt. Amen. Some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places and their moments with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living. In my life I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. All these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. My life.
Gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende dieser Videoandacht bitten wir um eure Unterstützung. Wir bitten Sie für die weitere Produktion dieser Videoandachten aus der Friesenkapelle und von der Insel Sylt. Wir sind seit mehr als 2 Jahren jetzt für euch da, jeden Sonntag mit einer Andacht und der Kinderkirche. Dies ist ein spendenfinanziertes Projekt. Für eure Unterstützung sind wir daher sehr, sehr dankbar. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen. Schwestern und Brüder, dieses Buch ist im Juli erschienen und es ist ein Herzensbuch von mir. Mit 53 nicht allzu heiligen Texten, ein Buch, das sich am Kirchenjahr orientiert, zu jedem Sonntag eine Geschichte. Angedacht heißt es, und der Erlös dieses Buches kommt der Stiftung Userk zugute. Die Stiftung Userk, das heißt übersetzt unsere Kirche, unterstützt unsere Kirchengemeinde, ja ermöglicht überhaupt erst unsere vielfältige soziale, spirituelle und gemeindliche Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch Gefallen an diesem Buch findet und wenn ihr es bei uns entweder direkt kauft oder über unsere Homepage bestellt.